Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video. Es gab schon sehr, sehr, sehr lange kein GT4-Content mehr. Und da der Flo Dürkop jetzt ja den McLaren 570S für den Shop einmal komplett gesetupt hat, also jede Strecke, bis er jetzt hier gefahren hat, da hat er die Setups zusammengebaut. Und ja, das ist jetzt die erste Hotlap, die wir hier von ihm sehen. Turn 1 gut getroffen. Wir sehen also ganz speziell bei diesem Fahrzeug ist, dass die Bremsbalance ja sich selbst verstellt und damit nicht manuell einstellbar ist. Heißt, die 60%, die sind hier fix. Trifft jetzt hier auch den ersten Sektor schön. Hat dann einen schön sauberen, ja, Fahrstil, schön saubere Linie durch. Jetzt hier in die schnelle rechts rein. Lässt das Auto hier ein bisschen reinrotieren, musste am Eingang ein bisschen korrigieren. So, jetzt hier schön spät bremsen, das Auto jetzt schön am Apex reintragen lassen. Nutzt jetzt hier die Streckenbreite, um hier wunderbar rauszubeschleunigen. Auch hier, ja, dritter Gang. Gibt dem Auto jetzt hier die Möglichkeit, ein bisschen zu rotieren. Leicht reingeschoben. Und dann, ja, auch hier wieder am Exit die ganze Breite ausgenutzt, um hier so viel Schwung wie möglich mitzunehmen. Das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig. So, zweiter Gang hier über den Curb. Wenn man hier innen hart über den Curb geht, dann ja, ist die Kurve nicht ganz so spitz. Gleichzeitig rotiert das Auto auf dem Curb ein bisschen mehr, was uns natürlich hilft, um hier ein bisschen eher ins Gas zu kommen. So, jetzt noch einmal hier das Auto feste zusammenbremsen. Zweiter Gang. Ja, trifft den Curb hier nicht ganz, hat ein bisschen Probleme mit der Traktion. Also ganz, ganz minimal den Bremspunkt verpasst. Hier noch einmal durch die letzte, vorletzte Kurve, Richtung letzte Kurve, so, und jetzt noch das Auto hart zusammenbremsen, letzte Kurve perfekt getroffen und jetzt hier ausbeschleunigen und dann bleibt die Uhr bei einer. Oh, was sagt die Zeit? Eins. Na, dann springt's um. 50,2. Ich würde sagen, die Runde schauen wir uns auch noch mal von außen. So, und dann schauen wir jetzt außen auch nochmal auf das Fahrzeug. Natürlich in Teamfarbe ordentlich ja, foliert, damit das auch alles passend aussieht. Das Ding, der Flo hat es ja auch gesagt, beziehungsweise das Shop-Produkt von dem Setup-Bundle, steht ja eine kleine Beschreibung drin. Das Auto hat auf jeden Fall einen extrem guten Top-Speed im GT4-Bereich. Also da könnt ihr schon gut was mit anfangen, gerade wenn ihr dann auch gut überholen wollt. GT4 ist ja relativ schwierig gegen diese ganze Porsche Cayman-Meta. Allerdings schätze ich den McLaren so ein, dass er so einer der ersten Fahrzeuge ist, die den Cayman dann challengen können. Also wenn ihr keine Lust habt, den Cayman zu fahren, weil ihr nicht der 178-Trillionste Cayman sein wollt, dann habt ihr mit dem McLaren da, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit und gleichzeitig auch ein sehr, sehr gutes Rennauto, denn wenn ihr ein bisschen mehr Topspeed habt als die Konkurrenz, dann könnt ihr damit ja auch ganz gut überholen. Wir sehen hier ganz schön, dass der Flo doch scheinbar ein bisschen mehr Sturz auf der Hinterachse fährt. Also wenn das Replay in dem Falle dann doch ganz, ganz logisch ist, dann erkennt man auf jeden Fall schon den Sturz auf der Hinterachse gut. Ist ja auch eine sehr schön saubere Runde gefahren. Also gerade von außen sieht man, wie schön rund und sauber doch dann hier die Runde getroffen ist. GT4-Zeiten bin ich tatsächlich ein bisschen raus, weil ich aktuell auch tatsächlich relativ wenig im GT4 unterwegs bin. Gleichzeitig läuft aber auch bei Rennwelten gerade die GT4-Serie und die ist komplett ausgebucht, weil ihr da eben auch die Möglichkeit habt, eine GT4-Runde zu gewinnen. Also im Porsche Cayman GT4. Und das ist natürlich ziemlich einmalig, wenn ihr eine Rennserie fahrt und gleichzeitig auch da die Aussicht auf eine Taxifahrt habt. Und ich hoffe, das etabliert sich da auch ganz gut, weil die GT4-Klasse eigentlich auch eine ziemlich geniale Klasse ist. So, Flo beschleunigt jetzt hier aus der letzten Kurve raus, geht jetzt hier über die Linie und ja, beendet somit die Runde. Wenn ihr Bock habt auf das Setup-Bundle vom Flo, dann schaut mal in den Shop. Die GT4-Setups sind natürlich ein bisschen günstiger als die vom GT3. Also da spart ihr auf jeden Fall auch ein wenig. Setups sind alle zur Verfügung gestellt. Ich werde es euch unten verlinken. Checkt es gerne mal aus. Ansonsten gerne eine Bewertung da lassen und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.